Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ein weiterer Showcase-Schiffe und zwar diesmal die Drake Interplanetary Herald, der Inforunner in Star Citizen. Ein sehr, sehr spannendes Schiff. Tatsächlich jetzt in der Produktion ein bisschen verspätet, weil vorher die Xeon Scout und die Starfarer noch durch musste. Aber das Schiff wird jetzt endlich ausgearbeitet und tatsächlich halt ausgestattet. Das Blockout läuft. Das Schiff wird aber noch eine ganze Weile brauchen, bis es soweit ist, dass wir es im Hangar erleben. Das Schiff dient vor allem dem Zweck, dass wir einen sicheren Datentransport garantieren können, der physisch ablaufen wird. Das heißt, wir laden es in den Schiffscomputer und transportieren die Daten für einen Auftraggeber oder für die eigene Orga. Wird sicherlich eine Rolle spielen für Regierungsangelegenheiten als auch für kriminelle Aktivitäten. Wird jeder eine Verwendung für haben, weil jeder hat mit Sicherheit so Daten, die er nicht in fremden Händen wiederfinden möchte. Und dementsprechend steckt man die dann halt eben in so mehrfach verschlüsselten Datenkern wie in der Herald und lässt halt diesen hässlichen kleinen Sandfloh, wie er eigentlich so hin und wieder genannt wird, halt einfach ab durch die Mitte pesen, ab nach Hause oder da, wo es hin muss. Weil halt so wichtiges Zeug, weiß man ja, das bläst man jetzt ungern, selbst wenn es verschlüsselt ist in den Äther. Man weiß ja nie, wo es dann halt am Ende wieder rauskommt. Und damit kommen wir auch schon zu den Fakten. Das Schiff ist ein Single-Seater. Tatsächlich ist es gedacht, dass man die wichtigsten Operationen selber durchführen kann. Man kann natürlich auch einen Kumpel mitnehmen. Es gibt noch einen kleinen Arbeitsplatz da drin, wo sich jemand reinsetzen kann. Aber das Schiff ist als Single-Seater konzipiert. Es wird so sein, dass dieses Schiff tatsächlich der Datentransporter ist und diese Daten auch an Bord verschlüsseln kann. Das ist ein ganz wichtiges Feature. Zusätzlich wird das der Sinn sein, dass man feindliche Daten abfangen kann im Flug und dann diese Daten auch dechiffrieren kann. Also es geht tatsächlich halt so hauptsächlich halt um das Auffangen, ums Umleiten oder tatsächlich halt eben auch abgreifen, verschlüsseln und dechiffrieren von Datentransmissionen, das dann halt eben auch abzulegen und sehr schnell und agil zu sein halt so mit diesem Schiff. Apropos Geschwindigkeit, es wird sein Heil oder ihr Heil wird die Herald in der Flucht suchen, weil sie wird schnell sein wie ein Racer, aber von der Manövrierfähigkeit wahrscheinlich nicht für den Old Vandeville gedacht sein. Mehr was für die gerade Linie, aber dann ist man halt schneller als alle anderen. Bei Gefahren ist es tatsächlich auch so, dass wir dieses Schiff nutzen können oder den Computer nutzen können, um schnell alle Daten so zu löschen, dass man sie auch nicht wiederbringen kann. Also halt eben richtig Deep Format halt so irgendwie, keine Ahnung, wie oft man in der Zukunft dann halt irgendwie da Einsen drüber schreiben muss, bis nicht mehr lesbar ist. Aber selbst wenn das Schiff dann halt eben in feindliche Hände gerät, kannst du halt eben den Datenkern noch löschen und dann haben sie nämlich ja nicht, sondern nur halt das Schiff, aber halt nicht, was es geladen hatte. Und jenseits davon wird das Schiff noch mehr E-War-Fähigkeiten haben. Das heißt, es ist jetzt nicht nur für den Inforunner-Job oder fürs Mithorchen gedacht. Dieses Schiff kann auch noch andere Aufgaben ausführen. Da gibt es aber noch nicht so viele Informationen leider zu. Werden wir halt eben abwarten müssen, aber es wird auf jeden Fall interessant werden. Weitere Features. Jetzt kommen wir zu den Features. Das Schiff hat natürlich einen Cockpit-Bereich, wo es einen rotierenden Sessel geben soll, wie man es kennt. Dahinter ist der Wohnbereich mit einem Arbeitsplatz, wo wir die Datenverarbeitung machen können. In diesem Hauptbereich finden wir auch einen Waffenrack, also einen kleinen Waffenschrank, eine Datenkonsole und die wichtigen Serverracks, die die Daten verarbeiten und verschlüsseln. Zusätzlich gibt es ein Bad, Versorgungssysteme, wahrscheinlich wie eine Mikrowelle, schätze ich jetzt mal, und einen Schlafplatz, um längere Strecken auch durchzuhalten. Merke auf, ein Schlafplatz. Das heißt, wenn ihr einen Kumpel mitnimmt, müsst ihr euch halt eben mit dem Speicher abwechseln, weil einer muss dann fliegen, weil das Bett ist besetzt. Zur Ausstattung auch noch gehören interne Sicherheitssysteme zum Datenschutz. Das heißt, wir haben hier ein Verschlüsselungssystem, wahrscheinlich hardwarebasiert, würde ich mal denken, ja. Was angeblich zu den sichersten Systemen von Star Citizen gehört. Das Schiff verfügt darüber hinaus noch über eine gute Hülle, die das Schiff vor Beschuss schützen soll. Und der Computerkern selber ist auch nochmal gepanzert und geschützt. Falls dann irgendwas schief geht und bei uns wir einen Treffer einstecken müssen, Energie ausfällt, hat dieses Schiff auch nochmal zusätzlich ein auf Redundanz angelegtes Energieversorgungssystem. Also es ist alles darauf ausgelegt, halt eben, dass deine Daten, wenn sie mal da drin sind, halt eben eigentlich allen Widrigkeiten zum Trotz halt überleben werden, wenn dieses Schiff irgendwie durchkommt. Und dafür hat es halt eben auch ein besonderes Feature, was es bisher so noch nicht gibt, aber man merke auf, ein Schild gegen EMPs, also gegen elektromagnetische Pulsangriffe, die normalerweise halt so die eigenen Komponenten durch Überladung ausschalten. Und dagegen hat dieses Ding halt eben eine Gegenmaßnahme. Ist vielleicht auch sehr, sehr wichtig, wenn man so viele sensible Daten und Computerkerne trägt. Ja. Ein EMP, der schief läuft oder vielleicht eine Supernova. Naja gut, vielleicht nicht gleich eine die Supernova. Die Älteren werden sich erinnern, was passiert, wenn man halt eben seine EC-Karte oder halt eben seine Floppy-Disk halt eben auf Magneten legt. Das ist nämlich ganz genau der Effekt. Ist vielleicht sogar auch noch Schutz vor Umwelteinflüssen zusätzlich, was auch für so ein Computerschiff, sage ich mal, sehr wichtig ist. Das Schiff ist tatsächlich jetzt von der Ausstattung auch noch mit diesem Broadcast-System oder mit diesem Satellitenarray ausgestattet. Man könnte auch sagen, dieses Schiff ist, wenn es sich auseinanderklappt, eigentlich ein kleines Com-Array oder eine kleine Satellitenschüssel, ein Satellit. Genau.
Darüber hinaus wird es halt eben über modulare Hardpoints verfügen, wo noch nicht so ganz klar ist, wie genau das aussieht, aber es ist ja eben so, das sollen keine Waffen-Hardpoints sein, sondern es wird halt eben auch verschiedene Avionik-Module oder halt eben Computermodule geben, die das Schiff halt eben wahrscheinlich in die eine oder andere Richtung Ivor-fähiger machen, also halt eben eher einen Hacker draus zu machen oder halt eben ein Störsystem halt eben, womit man die Sensoren fremder Schiffe halt eben stören kann, halt eben die Reichweite einschränken kann, falsche Signale einspielen oder halt eben tatsächlich dann halt fremde Kommunikation halt abgreifen und damit sich dann halt eben ab durch die Mitte zu verdrücken. Also es ist so, es gibt natürlich auch die Vanguard Sentinel, ja, jedes Schiff, die Herald als auch die Sentinel hat da eine gewisse Spezifikation, eine Ausrichtung, aber diese Aufgaben können auch von dem jeweiligen anderen Partner übernommen werden und dafür ist wahrscheinlich die Möglichkeit da, möglichst viel Ausstattung zu wechseln und das Schiff begrenzt in ihren Möglichkeiten für andere Zwecke auch einzusetzen. Genau, und darüber hinaus soll sie halt eben jetzt doch eine sehr gute Raketenbestückung haben und halt eben auch Gegenmaßnahmen, also halt Täuschkörper an Bord haben, um sich halt eben zur Wehr setzen zu können. Können bei Angriff und tatsächlich eine passable Primärbewaffnung tragen. Und diese Täuschkörper, ist jetzt ein bisschen so Spekulation von mir, die können natürlich tatsächlich auch aktiv E-War-Eigenschaften besitzen. Das kann ja auch sein, ich schmeiße diese Täuschkörper ab, um eine Kommunikation von Feinden untereinander zu vereiteln, um vielleicht ein eigenes Schiff, eine eigene Flotte zu verbergen. Alles ist ja vorstellbar, dass diese Täuschkörper nicht nur zur eigenen Verteidigung dienen, sondern auch aktiv eingesetzt werden im Kampf. Exakt. Wenn wir uns halt vor Augen führen, dass dieses Schiff von Drake Interplanetary gebaut wird, also die Leute, die halt eben uns auch die Cutlass gebracht haben oder die Caterpillar halt eben auch Schiffe, die halt eben so mehr für den so halbseidenen Sektor halt gebaut werden. Das heißt für Piraten oder ähnliches Geschmeiß, wie zum Beispiel Schmuggler. Da wissen wir schon halt so, in welche Richtung halt der Hase laufen wird später. Also wir werden wahrscheinlich halt dieses Schiff halt dann auch immer wieder dort antreffen, wo halt eben dunkle Geschäfte laufen. Das mit dem Geschmeiß gibt bestimmt sehr, sehr schöne Kommentare, da freue ich mich schon drauf. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu den Fragen. Ganz wichtig, natürlich drängt sich eben die Frage auf, welche Informationen sind so wichtig, dass man sie halt darin transportiert. Ich denke jetzt mal so, wahrscheinlich geheime Sprungrouten oder Forschungsergebnisse, die man irgendwo aus einem sehr, sehr weit entfernten System sicher zur eigenen Organisation transportieren kann oder vielleicht Codes für Bordcomputer oder Aufgaben für NPCs, dass man sagt, okay, die Regierung beauftragt einen, irgendwelche wichtigen Informationen aus dem heißen Sektor geheim wegzutransportieren in die Kernwelt. Das kann alles Mögliche sein. Das kann auch ein gecharteter Jumppoint sein halt so und die Koordinaten von einem komplett unclaimed System, was ich dann nach Hause schicken muss, um halt eben die Leute mit den 5 Orions und halt eben der schweren Begleitflotte halt anrücken zu lassen, um dieses System zu claimen, was ich jetzt halt aber ungern einfach so frei durch den Äther blasen möchte. Und ich kann es ja auch nicht aus der API wahrscheinlich rausziehen, das heißt, ich muss es dann unter Umständen physisch bewegen. Ich muss es irgendwie wegbringen und irgendwo einspielen, von wo aus ich es auf die anderen Schiffe verteilen kann. Alles Spekulation, aber halt irgendwie so muss es ja funktionieren, sonst hat dieses Schiff ja an sich keinen Sinn. Und da kommen wir auch schon direkt zur nächsten Frage. Wie viel E-War wird im Spiel sein? Wie wichtig ist das? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so wirklich auslesbar. Das heißt, ist es so, kann ich jetzt als Flotte komplett auf E-War verzichten oder kann ich als Pirat auf E-War verzichten? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das wird da sehr, sehr wichtig werden. Gerade die Piraten werden das nicht können, aus dem einfachen Grunde, dass selbst wenn sie halt mit einer großen Flotte unterwegs sind, wird es halt immer halt so täuschen, verstecken sein, schnell zuschlagen, schnell wieder weg. Und dafür brauchst du halt Schiffe, die halt eben die Kommunikation lahmlegen, die halt Sensoren stören, die halt eben auch gezielt Schiffe hacken und halt den Hauptreaktor ausschalten, die Shots aufmachen und ähnliches. Das alles wirst du für Entermissionen brauchen. Deswegen, glaube ich, werden gerade Piraten halt eben dringenden Bedarf für E-War-Fähigkeiten haben ihrer Flotte. Oder die eigene Kraft verbergen. Ne? Auch das ist ein wichtiger Punkt. Wenn mich keiner findet, wenn mich keiner sieht, wenn keiner die Kommunikation mitbekommt, wenn meine Signatur verschwindet, dann kann ich unter dem Schirm der Leute mit größeren Flotten unterwegs sein. Unter dem Radar, genau. Sowas wird es halt eben sein. Eine weitere Frage haben wir noch. Die Datenübermittlung zwischen den Schiffen, wird die halt eben an dem Punkt halt eben da erst möglich oder halt so potenziert das vielleicht tatsächlich halt so die Aufklärungsfähigkeit eines Verbandes, wenn ich sage, ich habe so 3 Idris und ein paar Connies, die halt im kompletten Sektor verteilt sind, die sind eigentlich zu weit weg, um direkt miteinander zu funken, aber wenn ich eine Herald entsprechend strategisch einsetze, verlinke ich diese Schiffe alle miteinander und jedes Schiff bekommt den Sensor-Read vom anderen halt so und daraus setzt sich dann ein komplettes Kartenbild des kompletten Sektors zusammen, was einer alleine so niemals erfassen könnte. Damit ich sozusagen als Orga-Leiter oder als Admiral oder als Kommandant einer ganzen Flotte in der Lage bin, ein bisschen Command & Conquer zu spielen, ist es vielleicht so, dass wir alle Daten zusammentragen und auf einem 3D-Holo-Bild plötzlich das ganze System erfassen. Eben drum, ja. So, also wie seht ihr das? Schreibt es uns in die Kommentare, was ihr denkt, was halt die Antworten auf die Fragen sind. Wir freuen uns, mit euch darüber zu diskutieren. Und liebe Freunde, das war es halt eben jetzt, dieses Schiffe-Showcase über die Drake Herald von
Drake Interplanetary. Und ja, liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr scharf auf mehr Zeug von uns seid. Das freut uns sehr. Oder schaut doch mal bei Patreon vorbei, wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt in unserer Sache. Halt. Das würde uns echt freuen. Und vor allen Dingen schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet. Oder welche Wünsche ihr halt eben an uns habt. Halt so, welches Video wir vielleicht mal für euch machen sollen. Da hören wir euch gerne zu. Und wir schwatzen auch sehr gerne über Star Citizen mit euch. Dementsprechend, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Und Weasel und Rosa sagen euch jetzt wieder, see you on the flight deck!